Tag 2 vom Afrika-Einsatz. Während Bauarbeiten anfangen, schauen wir auf die Frau hinter dem Einsatz. Die Katja Lavorato hat das alles erst möglich gemacht. Die Bankangestellte aus Winterthur hat Freunde und Spenden zusammentrommelt. Der Augenschein vor Ort zeigt ihr, das Engagement ist bitter nötig. Es hat mich eigentlich recht geschockt, wenn man sieht, wie viele Kinder in so einer Tagesstätte sind. Also wir sind gestern irgendwie in einen Raum gegangen, der ist 4 auf 3 Meter, und es waren 42 Kinder drin. Und ja, die sind am Boden gelegen und haben am Boden geschlafen. Und wir würden unsere Kinder irgendwie nie so in so einem Zustand lassen. Und darum finde ich es gut, dass wir etwas verändern. Selbst kleine Gesten haben eine grosse Wirkung. Für die einheimischen Kinder ist Streichen von ihrem neuen Zuhause ein Highlight. Für Katja geht mit dem Einsatz ein Traum in Erfüllung. Lange hat sie nach einem richtigen Projekt gesucht. Ja, ich wollte schon immer so etwas machen. Und dann habe ich von Jam erfahren und habe mit dem Matthias Kontakt aufgenommen. Und ja, dann haben wir uns getroffen. Und am nächsten Tag habe ich schon die E-Mails rausgeschickt, um Leute zusammensammeln, die wir mitkommen. Ihrem Aufruf sind 10 freiwillige Helfer gefolgt. Das Team arbeitet hart, doch der Zusammenhalt in der Gruppe gibt Motivation. Ja, bin ich davon ausgegangen, dass wir alleine sind. Stattdessen sind Bauarbeiter, Einheimische, also die Strassenkinder, die uns helfen können. Es ist einfach wirklich schöner, als kann man sich das gar nicht vorstellen. Als Dank verewigt das Team ein echter Schweizer Schneemann. Zmitzt unter der afrikanischen Sonne.